Hallo Flugsimulator, Freunde, Fans und Fetischisten. Auch nach der sehr langen Pause bleibe ich dabei. Hier gehört immer noch ein gesunder Fetischismus dazu. Ich ja, lese oft die Frage in Facebook-Gruppen nach, habt ihr nicht Tipps für tolle Flugplätze, Landeplätze oder sonstigen spannenden Spaß? Und da frage ich mich immer, ob denn die Leute keine Kreativität haben, mal selber zu agieren. Letztlich ist ja das alles hier eine riesige Sandbox mit, ja, quasi, weiß ich nicht, 40.000, glaube ich, waren es, wenn ich mich recht erinnere, möglich 40.000 Möglichkeiten zum Landen. Und das ist ja eine ganze Menge, würde ich mal so sagen. Und da würde ich euch einfach gerne mal einen Tipp geben, wie man halt eben tolle Landeplätze finden kann. Und ja, die kann man sich aufschreiben, abspeichern, wie auch immer, ne? Und dann natürlich auch bei Bedarf immer wieder anfliegen. Ich nehme dazu mal die derzeitig als Frühwehr zu erhaltende Gravel. Das ist ein toller Stole-Flieger, der quasi überall starten und landen kann mit minimaler Landefläche, also Landebahn. Das macht wirklich viel, viel Spaß. Ja, also wie wir ja sehen, sehen wir hier ganz viele Punkte und jeder dieser Punkte, wie ja die erfahreneren Spieler wissen, ist ein quasi möglicher Start- und oder Landeplatz. Und der Spielraum ist ja exorbitant. Und was ich oft in der Vergangenheit gemacht habe mit sehr viel Freude, ist von einer Insel zur nächsten zu fliegen. Das habe ich also oft und viel mit der Daha gemacht, also mit der TBM 930. Aber man muss natürlich auch immer nicht von A nach B fliegen. Man kann natürlich auch einfach irgendwo starten in der Nähe eines Landeplatzes und einfach mal hoffen, dass es ein cooler Anflug wird. Gerade wenn man nicht weiß, was einen erwartet und man dann zum Beispiel auch keine ausgefeilte Navigation an Bord hat, sondern sich halt eben nach ja, VFR-Regeln so einem Flugplatz annähern muss, um dann noch die richtige Anflugrichtung zu finden. Da habe ich ja auch Videos zu gemacht, wie ich eigentlich checke, von wo aus ich idealerweise so einen Flugplatz halt anfliege. Ja, das ist ja hier halt so eine Möglichkeit. Und ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Geografie war noch nie so meine Stärke. Wo ich hier gerade bin, ist das ja auf jeden Fall nicht Südamerika. Das ist mehr hier so, glaube ich. Ne? Ne, wo bin ich denn überhaupt? Verdammt, ja, ich gestehe, meine Geografiekenntnisse sind bei weitem nicht genial. Ich meine, natürlich kann ich ja vieles erkennen, aber auch nicht alles. Also in der Ecke der Weltkugel bin ich nicht so versiert, muss ich zugeben. Aber ich habe hier bereits diese Insel auserkoren und hier sehen wir ja zum Beispiel Flugplätze so in Küstennähe. Die sind meistens ziemlich cool anzufliegen, weil oft sind die ja am Wasser gelegen. Hier sind ja auch Berge zu sehen, was das auch in der Regel etwas spannender macht, sie anzufliegen. Oder direkt an einem See gelegen. Das ist vielleicht nicht immer die allerspannendste Landebahn, aber oft landschaftlich sehr schön gelegen. Also ich habe da ganz, ganz großartige Landeplätze entdeckt. Ich speichere mir die nicht unbedingt ab, weil es gibt einfach so viel zu entdecken, dass ich, wenn ich irgendwo zwei, dreimal gelandet bin, dann quasi weiterziehe. Ja, ich weiß nicht, das hier finde ich ganz aufregend, quasi nah an der Küste. Kokla, das ist sogar eine Asphaltlandebahn, wird also jetzt nicht gerade der anspruchsvollste Landeplatz, wenn das hier quasi 1 Kilometer lang ist. Aber ich lege jetzt hier quasi die Ankunft an und definiere mir hier etwas weiter weg. Na, wo ist er? Den Abflug. Das heißt, ich habe, naja, 4 Meilen ist ein bisschen mau. Machen wir mal ruhig 10. Abflug. Das dürfen dann 10 Meilen sein. Passt. Ja, und ich werde jetzt hier quasi einfach mal starten, an der Küste lang fliegen, mich dem Flugplatz nähern. Und mal gucken. Ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, aus welcher Richtung ich das Ding anfliegen muss. Und ja, let's do it. Jetzt muss ich natürlich wieder die Ladezeit überbrücken. Das ist immer eine Sache, die ich nicht leiden mag. Nicht so viel quasseln muss. Nicht, dass es mir schwerfällt, aber trotzdem nicht lustig. Mal einen Schluck trinken.
Joa. Dann mal gucken. Ja, ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Wer möchte, kann gerne mal Devil Unnamed checken hier auf YouTube. Meine Band ist ein bisschen kauziger Heavy-Metal-Kram. Muss man mögen. Gerade an dem Gesang scheiden sich hier und da die Geister. Aber musikalisch können die meisten das ganz gut einordnen. Ja, wer ein bisschen Bock auf Rock und Metal hat, darf da gerne mal reinhören. Ja, da sind wir ja auch schon. Oh, 8500 Fuß hoch, so wie das aussieht. Das ist natürlich viel in so einem Flugzeug und nur noch 10 Meilen. Na gut, dann wollen wir mal gucken, wie wir den Apparat da runterkriegen. Bei der Gravel habe ich festgestellt, kann man prima mit den Landeklappen quasi in den Sturzflug gehen. Ah ne, das war das andere Flugzeug, wo ich hier... hatte. Ah, jetzt muss ich jetzt hier den Flug ausschalten. Den habe ich meistens an inzwischen, weil ich das gar nicht mehr so aufregend finde, diese Funkerei. Ein bisschen trimmen, wenn man gerade ausfliegt, der Vogel. So, man kann hier angeblich wohl sogar einen Autopiloten aktivieren. Da muss man irgendwo in der Config-Datei dieses Flugzeuges rumkaspern. Halte ich aber jetzt nicht unbedingt für, also für meine Zwecke nicht für nötig. So, achso, KI-Steuerung. Dass die das hier mit der Überlagerung so komisch gemacht haben. Die Fenster gehen jetzt immer seltsam auf. Das war anfangs besser. So, Funkverkehr aus. Mein Funkfenster wieder auf. So. Hier kann man ganz wunderbar die Geschwindigkeit wegnehmen. Die Landeklappen ausfahren. So. Und Kampfjet-mäßig in den Sturzflug gehen. Nee, sollte man natürlich auch nicht machen, zu schnell davon auch nicht fliegen. Und gucken, dass man den Vogel runterkriegt. Aber ihr seht, mit den gezogenen Klappen ist die Sinkgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob sie nun unbedingt realistisch ist bei dem Flugzeug, wenn ich in einem fast senkrechten Sturzflug gehe, ob er da nicht schneller wird mit den gezogenen Landeklappen. Aber wir kommen so auf jeden Fall auf eine angenehme Höhe runter. Ich pendel mich mal so bei 3 vielleicht ein und dann fliegen wir hier mal die Küste lang. Ein bisschen hoch. Wer jetzt hier halt noch eben mit der Orientierung Schwierigkeiten hat und nicht weiß, verdammt, ich habe jetzt hier gar keine Garmin-Displays und keine Karte und sehe nicht, in welche Richtung ich fliegen muss. Für die Anfänger, die machen sich hier einfach die VFR-Karte auf. Ich schiebe sie mir dann, wenn ich sie mal brauche, so ein bisschen nach rechts, so vielleicht ein bisschen raus. So, dann weiß ich, in welche Richtung ich fliegen muss. War jetzt ja in meinem Fall nicht schwierig, weil ich ja im Grunde schon in Richtung meines Flughafens unterwegs war. Ja, jetzt ist hier so... Ne? Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Was gucke ich mir hier an? Ich weiß nicht, was mich erwartet und entdecke halt auf diesem Wege schon mal eigentlich eine schöne Landschaft, über die man hier sicherlich auch im Tiefflug VFR-technisch seinen Spaß haben kann. Ja, hier kann man ja gut sehen, ich zeige es mit der Maus, ist so ein Flussverlauf, dem könnte man prima nachfolgen, wenn man jetzt einfach nur irgendwas sucht. Ne? Wenn es jetzt nicht unbedingt um einen schönen Landeplatz geht, kann man halt auch einfach so in so eine Karte reinzoomen und dann gucken, wo kann ich hier mal hinfliegen. Dann fliege ich so einen schönen, ein bisschen Nacht drin, fliege ich hier so einen schönen Flussverlauf lang. Da kann man tolle Sachen machen, tolle Sachen finden. Ich mache das gerne in den Bergen. Mit der Gravel habe ich festgestellt, wie in dem anderen Video ja zu sehen, was ich die Tage gepostet habe, geht super. Die fliegt ja wirklich mega schnell und auch mega schnell auch hoch. Man kann hervorragend steigen und dadurch die Berge erklimmen, was mit den anderen Buschfliegern oder so gar nicht möglich ist. Ich glaube nicht mal die TWM hat solch eine Steigleistung oder wenn überhaupt annähernd so eine Steigleistung. Vergleichbar, wenn überhaupt, aber nicht wirklich besser, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die wirklich 3.000, 4.000 Fuß in einer Minute schafft. So, ohne weiteres, das ist schon wirklich toll, die Gravel.
nicht mehr fliegen wäre. Also ja, ich dürfte natürlich auch die Landeklappen wieder einfahren. Ein bisschen schneller fliegen. Das habe ich gerade geträumt. So. Daher für die, die sich hier in so Fliegern auch immer über die etwas tiefe Sitzposition wundern. Also ich bin fast 2 Meter groß. Ich bin es gewohnt, über das Lenkrad gucken zu können. Darf ich auch gerne ein bisschen höher sitzen über die Cursor-Tasten. Also über die Pfeiltasten macht man einfach ein bisschen hoch. Kann dann mit der Maus ein bisschen den Blickwinkel nach unten justieren und dann hat man eine meiner Meinung nach etwas angenehmere Sicht auf die Dinge. Bin ja groß, wie gesagt, da geht das. Ja, jetzt müssen wir selber funken. Für die, die das nicht auf dem Joystick haben, ich habe hier auch nur so einen einfachen Rotas in der Standardkonfiguration. 10er Block 1 und 7 lässt sich dann halt eben die Trimmung problemlos gewährleisten. So, jetzt kann man schon so langsam die Landebahn erkennen. Schauen wir mal ein bisschen, ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, müssen wir quasi über dem See anfliegen in Richtung Wasser. Piste 25, jetzt muss ich selber erstmal auf den Tacho, hätte ich beinahe gesagt, gucken, auf den Kompass gucken. Wenn ich dann nach links drehe, kommen wir in Richtung, genau, perfekt. Das ist hier keine Routine, ich muss auch immer noch ein bisschen mitdenken hier und da. Ja, letzten Monate auch viele andere Sachen gespielt, Cyberpunk auf Stadia, großartig funktioniert. Kein Vergleich zu der Konsolenversion. In 4K mit HDR auf dem großen Fernseher. Fantastisch funktioniert alles. Klar gab es ein paar Bugs und ein paar Glitches, aber im Großen und Ganzen konnte ich 90 Stunden dieses Spiel durchspielen. Sagen wir mal 87 Stunden völlig unproblematisch und hier und da musste ich mal neu starten oder gab es mal ein paar Macken, aber das war nichts, was nicht auch auf PC oder Konsolenspielen passiert. Oft mehr und häufiger. Aber keine großen Ladezeiten und nichts. Also das war wirklich ganz, ganz großartig. So, dann schwenken wir mal hart links ein. Und fliegen da mal an. Ja, das ist jetzt hier nicht die allerspektakulärste Landebahn ever. Aber einfach mal so auf blauen Dunst. Hier so schön gegen die Sonne. Über einem See direkt an der Küste landen. Da gibt es definitiv schlechtere Anflüge, die man machen kann. Wenn man so ein bisschen auf Optik Wert legt, ist das hier eine schöne Sache. Hat sich also schon durchaus gelohnt, hier mal anzufliegen. Knoten, das ist unglaublich. Dass die mit, weiß ich nicht, nicht mal 100 Stundenkilometer noch fliegt, das ist wirklich der Hammer. Da lässt sich auch der Landeanflug lässt sich hier wirklich toll machen, weil wenn die Maschine zu schnell sinkt, ein bisschen die Drehzahl hoch und schon kann man die wieder prima fangen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz hervorragender Flieger hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also für ein Gratis-Flugzeug fantastisch. Das wäre mir auch ein 10er wert gewesen, also keine Frage. So, hier kann man auch schön gleiten lassen, Drehzahl runter, fallen lassen, abfangen. Die darf auch ein bisschen härter landen, dafür sind die gebaut hier. Fantastisch. Macht unglaublich Spaß.
Ja, ich will jetzt aber nicht mal drehen halten, ne? Machen wir so schnell. Ach, egal. Ich will noch einen zweiten Flug machen, deswegen kürzen wir das jetzt hier mal ab. Das habe ich in anderen Videos gezeigt. Vielleicht akzeptiert er den Flug sogar, wenn ich hier stehen bleibe und die Maschine deaktiviere. Mal gucken. Zimmer aus. Ja, hat er akzeptiert. Perfekt. Ja, das war also eine nette kleine Landung. Einfach mal eben so spontan irgendwo hingeflogen, um mal eben so einen Landeplatz zu checken. Jetzt würde ich das Ganze, entschuldigt meine Nase, ich bin schwer Nasenspray-süchtig, meine Nase ist quasi immer zu, wenn Heizungsluft an ist. Ist ein bisschen lästig, aber muss man mit leben. Ja, so ein bisschen in die Berge. Das ist hier so, das sind hier so die Hardcore-Berge quasi. Na, das gibt man natürlich alles hier, so Lukla und Co. So wollen wir hier so ein bisschen weiter westlich, denke ich, rein. Simikot ist auch eine Asphaltstrecke. Ich würde vielleicht sogar hier so direkt in die Berge. Ist nicht so viel mehr. Was ist das hier noch? Geteert. Dann können wir auch Asphalt nehmen. Auch Asphalt. Ach, das ist hier vielleicht sogar, ist hier sogar noch Wasser. Keine Ahnung. Nehmen wir mal die hier. Das ist jetzt auch nicht so eine kleine Landebahn. Die fliege ich jetzt auch mal. Das sind hier die Berge aus. Von hier aus an. Flug. Ja. Ankunft. Zack. Mach jetzt einen Kurzflug, egal. Ich muss wahrscheinlich eh eine Biorette drehen. Wer weiß, wie hoch ich bin. Soll ja schnell gehen. So. Gucken wir mal. Also irgendwo reingezoomt. Einfach mal geguckt. Einfach einen Landeplatz ausgewählt. Ja, oder startet irgendwo, landet irgendwo. Manchmal findet man natürlich auch über das Starten in der Pampa irgendwo einen tollen Flugplatz. Kommt ja aufs Gleiche raus. Da fliegt man halt auch nochmal zurück. Gerade kurze Flüge von 10 Minuten sind ja schnell mal hin und her geflogen. Also hin und zurück. Theoretisch 16.000 Fuß hoch. Nee. Schön. Berge. Ja, ein bisschen Schub. Gut, unsere Karte geht wieder mit auf. Schieben wir uns ruhig mal nach rechts. Ist ja hier auch nicht unbedingt verkehrt in den wilden Bergen, hätte ich beinahe gesagt. Okay, ist in dem Fall überflüssig, weil er bereits den Marker zeigt. Ja, da ich ja auch ein Fan von quasi spektakulären Landeanflügen bin und dieses Flugzeug hier prädestiniert ist für wilde Landungen, fliege ich mal ganz verrückt über den Bergrücken an. Stark davon aus, dass ich sowieso von rechts oder links anfliegen muss aus meiner Perspektive. Ach, die Berge sind schön. Ich würde hier gerne mal nicht fliegen. Ja, das ist doch nice. Dann machen wir Folgendes. Um es ein bisschen spannender zu machen, fliegen wir hier noch einen kleinen Kreis. Ich meine, gesagt, ein bisschen um den Berg rum.
dann mal aus Richtung 10 an. Wenn ich das richtig sehe, müsste ich, wenn ich nach links drehe, müsste ich dann eigentlich auf Richtung 10 kommen. Sieht gut aus, denke ich. Oder? Nee. Ja, wie gesagt, keine Routine. Ich muss auch immer wieder mitdenken. Wahrscheinlich hätte ich jetzt auch die andere Landebahn wählen müssen. Ja, das wäre dann von rechts gewesen. Landebahn für die Landung auswählen. Dann sollte das gegen sein, hoffe ich. So. Theoretisch. Naja, wir werden es sehen. Sierra Tango Traffic Devil unnamed Charlie 141 is on final runway 28 to land. So. Ja, so ein tricky A wäre mal nett. Nee, wäre doch Landebahn 10 gewesen, verdammt. Ja, das ist immer so mit den Himmelsrichtungen. Egal, dann war ein falsch rum. Sei mir verziehen. Harte Landung, Landeklappen raus. Krass Geschwindigkeit verlieren. Schön spektakulär gelandet. Naja, halbwegs spektakulär. Oh, das war nicht so wirklich gut. Sagen wir mal, es war für den Schauwert. So, nicht so weit drüber reißen. Na Mensch, hier so, mitten in eine quasi fast schon Lehmhütten, kann man sagen. Kleine, nee, das ist ein bisschen übertrieben. Schöne kleine Häuser auf jeden Fall. Ja, also, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Tipp geben, quasi, wie man halt eben schöne Landeplätze findet. Das waren jetzt nicht die allerspektakulärsten natürlich, ich weiß auch, da gibt es noch bei weitem spannendere Anflüge, aber bei dieser schier endlosen Anzahl an Möglichkeiten ist ja eigentlich auch das Erforschen und Entdecken das, was es irgendwie auch unterhaltsam macht. Und ja, wenn ich jetzt halt zu so einem Landeplatz fliege, der halt eben so einem quasi Standard entspricht und absolut keinen Schauwert bietet, dann wird der abgehakt und dann suche ich halt weiter. Manchmal ist der Landeplatz 10 Meilen weiter schon super spektakulär im Verhältnis zu dem, den ich gerade angeflogen habe. Da hilft einfach nur ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ne? Also wer hier sagt, er hat nichts zu tun, ohne jetzt irgendwelche Aufgabensimulationen hier in das Spiel zu integrieren, der, ja, weiß ich nicht, hat es meiner Meinung nach nicht verstanden, was dieses Spiel an Möglichkeiten bietet. Ne, wir können die ganze Welt erkunden und nebenbei eben irgendwie 40.000 Start- und Landeplätze. Und ja, mit dem einen oder anderen Flugzeug, wie dem hier zum Beispiel, oder so den guten Buschfliegern wie der X-Cap und so, kann man ja auch problemlos in, das war auch klar, dass es jetzt klingelt in den letzten Sekunden, kann man natürlich auch problemlos überall landen. So, ich ja, verende mal das Lied, muss mal meinen Hund zusammenscheißen, dass er aufhört zu bellen. Wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns im nächsten Video. Ende und verklickt und